Guten Tag, meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid zum Thema Neues über unsere Patientenverfügung, welches in der Maske ersichtlich war. Gleich dann später. Zunächst möchte ich mich bei allen jenen, die fleißig unsere Videos ansehen und auch teilen, beziehungsweise auch unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, recht herzlich bedanken. Also schön langsam kommen wir auf die 1000 Abonnenten und ab 1000 wird es dann schon, ich sage einmal, sicherlich ein bisschen leichter, eher mehr, ich sage einmal, die Reichweite zu steigern. So, nun zu unserer Patientenverfügung. Was hat sich geändert und was wird sich in Zukunft auch ändern? Der Großteil, welcher unsere Patientenverfügung bereits kennt, weiß, sie umfasst 5 Seiten generell, ja, die alte. Die ersten 5 Seiten sind ja teilweise gleich geblieben. Wir haben da einige Veränderungen vorgenommen, die zeige ich euch dann im Detail. Jedoch haben wir auch noch 2 Seiten hinzugefügt, und zwar sind das die rechtlichen Grundlagen, auf welche unsere Patientenverfügung basiert. Denn ihr müsst schon wissen, es gibt in der normalen oder in einer normalen Gesellschaft, welche nicht unserem Verein angehört, gilt selbstverständlich das Patientenverfügungsgesetz. Ja? Und hier sind ganz klare Regeln und Vorgaben drinnen, wie man eine Patientenverfügung auszustellen hat. Ja, wir sind aber von dieser Patientenverfügung des Patientenverfügungsgesetzes nicht betroffen. Ja, wieso wir nicht betroffen sind und wieso wir laut eigenem Gesetz unsere Patientenverfügung gestalten können, welche im Übrigen bei uns zum Beispiel nicht notariell beglaubigt werden muss. Zu dem Thema kommen wir dann ganz zum Schluss, wenn wir die letzten 2 Seiten durchgegangen sind. Ja? So, noch etwas. Wir haben noch eine Änderung vorgenommen, und zwar, euch wird bereits aufgefallen sein, dass die Patientenverfügung über unsere Homepage, wie ich es in den letzten Videos erklärt habe, unter dem Button mehr und dann runterscrollen, nicht mehr vorhanden ist. Wir haben diese Patientenverfügung aus dem Netz genommen und aus folgenden Gründen. Also es gibt 2 Gründe. Erstens einmal, weil wir die Patientenverfügung dementsprechend mRNA, RNA, saRNA und so weiter verändern mussten, um eben auch hier den vollen Schutz gewährleisten zu können. Aber auch, weil uns aufgefallen ist, dass unsere Patientenverfügung, obwohl ich mehrmals darauf hingewiesen habe, widerrechtlich benutzt wird. Anscheinend widerrechtlich benutzt wird, welche natürlich, ich habe das letzte Mal schon gesagt, es ist unredlich, so etwas zu machen, sich hier einer Mitgliedschaft zu entziehen, aber unsere Dienste in Anspruch nehmen zu wollen, und das geht nicht. Also das können wir nicht zulassen. Das heißt jetzt mit Punkt 3 an alle Mitglieder, aktiven Mitglieder, zahlenden Fördermitglieder, schaut so aus: jeder, der noch nicht die Patientenverfügung runterladen und ausfüllen konnte, bitte uns per E-Mail kontaktieren, aber unter Angabe eurer Mitgliedsnummer. Ja, wir sehen dann in der Datenbank nach, und wenn es passt, also wenn die Mitgliedschaft aktiv ist, ja, also sprich noch im Zeitraum des Mitgliedsjahres liegt, bekommt ihr diese Patientenverfügung in PDF-Form per E-Mail zugesendet. Ja, also bitte, in der Homepage wird unsere Patientenverfügung nicht mehr drinnen sein, und das mit gutem Recht. Also das kann es nicht sein. Wie gesagt, ja. Wir müssen hier Vorsorge treffen. Es geht ja nicht nur um ein Urheberrecht, sondern es geht ja auch ums zivilgerichtliche und dann teilweise auch strafrechtliche Relevanzen für Menschen, die denken, sie können uns hier ein Schnippchen schlagen oder auch unseren Mitgliedern ja mehr oder weniger in der Form einer illegalen Verwendung in den Rücken fallen. Das lassen wir nicht zu. Fertig, Ausschluss, basta. Jetzt haben wir diese Schutzfunktion eingeführt, und noch einmal, wer eine braucht, muss per Mail schreiben und auch seine Mitgliedernummer angeben. Erst danach wird die Patientenverfügung wieder versendet per E-Mail. Ja. So, jetzt gehen wir zu der Patientenverfügung. Was hat sich hier generell im Text geändert? Generell nicht viel. Also hier die erste Seite, wisst ihr, ja, hier ist die erste Seite, unsere Patientenverfügung. Ganz wichtig ist natürlich hier, ihr seht
das blau markiere, was ich gerade blau markiere, hier muss unbedingt die Mitgliedernummer, welche auf der Mitgliederkarte, auf der Vorder-, aber auch auf der Rückseite vermerkt ist, eingetragen werden. Sie ist nur in Verbindung mit unserer blauen Mitgliederkarte rechtsgültig. Ja, die muss eingetragen werden. Man, die persönlichen Daten und so weiter, ja, Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Gasse, Straße und so weiter. Ja, das Land ganz besonders, Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, wie auch immer, wo unsere Mitglieder her sind. Also bitte an alle nicht österreichischen Staatsbürger hier auch euer Land eintragen. Ja, ganz wichtig. Eure Handynummer und eure E-Mail-Adresse. Selbstverständlich, wie auf der Mitgliederkarte vermerkt, die Blutgruppe, A positiv, A negativ, wie auch immer. Kell-Faktor, welche manche nicht kennen, ist irrelevant, muss nicht eingetragen werden. Antikörper, falls vorhanden, bitte eintragen, laut Befunde, welche die Menschen haben, welche Antikörper die Antikörper bekannt sind. Ja, Corona-RNA-Impfstatus, ja oder nein, das steht ebenfalls auf eurer Karte, laut eurer Registrierung. Hier seht ihr schon zum ersten Mal, wir haben hier nicht mehr mRNA, sondern RNA. Es gibt ca. 20 bis 25 verschiedene RNA-Behandlungsmethoden. Das heißt, wir wollten hier nicht alle Methoden reinschreiben, sondern das RNA gilt für alle generell. Ja, um hier eine generelle RNA-Sicherheit zu gewährleisten. Ja, so, dann die Notfallinformationen. Ja, ich, also quasi hier der verfügende Patient. Ich, sagen wir, Meier Karl, betraue folgende vertretungsberechtigte Person. Also das ist gleich geblieben. Nur die RNA hier im Text hat sich verändert. Das heißt, wie gesagt, genereller RNA-Schutz. Ja, so. Das ist gleich geblieben, außer wir haben hier die Zeilen für die vertretungsberechtigte Vertrauensperson verlängert. Ja, hier seht ihr, ja, Vertrauenspersonen 1 und 2, eventuell auch 3. Wir haben hier so viel Platz gelassen, muss man heute ein bisschen kleiner schreiben, ja, dass wir hier eventuell 3 Personen reinbekommen. 3 Vornamen. 3 verschiedene Gassen, vielleicht sogar dieselbe Gasse, selbe Hausnummer, ja, Postleitzahl, Ort, E-Mail und so weiter. Es geht darum, wenn ein Ehepaar zum Beispiel, ich weiß das, wie ich mit meiner Frau noch ständig unterwegs war und wir beide hatten auch eine Patientenverfügung. Wenn jetzt beiden etwas passiert bei einem Verkehrsunfall, fallen beide für den anderen aus als Vertretungsperson. Deswegen empfehlen wir hier zumindest eine dritte Person einzutragen, falls etwas passiert und dieser auch vertretungsberechtigt für euch entscheiden kann. Also das hat sich geändert, eine längere Zeile. Ja? So, was hat sich da noch geändert? Also das ist alles gleich geblieben auf der Seite 2. Und die Seite 3, hier ist weitgehend auch alles gleich geblieben. So, und jetzt kommen wir dann, hier seht ihr auch wiederum, ja, generell RNA. Ja, wir haben, wie gesagt, also gut 25 verschiedene RNA-Typen, RNA-Methoden, sei es auch mit Medikationen, aber auch in Injektionsform. Und hier das alles reinzuschreiben, da wäre die Patientenverfügung noch weit länger geworden. Also das wollen wir nicht. Wenn wir hier reinschreiben, generell RNA, dann gilt das auch für die derzeit für euch noch Unbekannten. Ich will aber diesbezüglich, was RNA betrifft, noch ein Video machen, um euch aufzuklären. Wir haben das Ganze runtergeladen und da haben sogar wir gestaunt, was es da für Methoden gibt und wie lange die schon, am Markt sind, beziehungsweise die Patente laufen. Also teilweise, das geht ja zurück bis in die 90er Jahre. Ja? Also unglaublich. So, das ist soweit. Außer generell RNA alles gleich geblieben. Das ist die Seite 4. Hier seht ihr noch einmal, nicht mehr mRNA-Ungeimpften, sondern RNA-Ungeimpften. Ja? So, das ist natürlich die letzte Seite. Die ist auch gleich geblieben. Ort, Datum, Unterschrift, fertig. So, jetzt kommt aber noch dazu die Seite 6 und Seite 7.
Und hier lest ihr Beiblatt zum Vereinsrechtlichen. Ja? Ich habe diesen Text bereits beim letzten Video, beim vorletzten war es, weil das letzte war ja wegen der Krypto, wegen einem Kryptobetrug, ganz genau erklärt. Alles, was fett gedruckt ist, ganz besonders dieser Text, wird wichtig sein bei der Vorlage der Patientenverfügung. Das heißt, bitte alle 7 Seiten auf einmal zusammenheften. Ja, eine Heftklammer, zack, fertig. Wenn die Ärzte fragen, wie auch immer, naja, auf was begründet sich das, bitte auf die Seite 6 und Seite 7 verweisen. Ja, also hier steht alles nach Gesetzestext drinnen. Das bedeutet natürlich auch, man muss nicht ständig diskutieren und diskutieren. Ja, also bis zur Seite 7 alles ausdrucken und dann war es das. Also die Änderungen, wie gesagt, noch einmal, es gibt keine mRNA drinnen oder saRNA, sondern generell RNA zum Schutz, schon vorbeugend für neue Medikationen. Ihr wisst, in Japan läuft ja schon ein derartiges Projekt mit einem extrem selbstreplizierenden Wirkstoff oder Impfstoff. Und da müssen wir vorbeugen. Also da reicht die RNA generell sehr gut. So, das war's von meiner Seite. Bitte teilt dieses Video überall, wo ihr könnt. Ja, im Übrigen schreibt auch unten ja, eure Kommentare, ja, wie auch immer. Ja, und was ganz wichtig ist, merkt euch einfach bitte, wenn ihr eine Patientenverfügung wünscht, unbedingt eure Mitgliedernummer angeben. Und wenn die Mitgliedernummer aktiv ist, dann werdet ihr selbstverständlich von uns schnellstmöglich die Patientenverfügung in dieser Form, wie ich es gerade gezeigt habe, bekommen. Okay? Gut, das war's von meiner Seite. Ich danke euch recht herzlich und wünsche euch nochmal alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.